Wir sind am... Auf meiner To-Do-Liste, um diese Insel wieder in Schuss zu bringen, steht Kommunikation weit oben. Das LMB hat ein gutes Funksystem, eigene Sendemasten, sogar WLAN-Hotspots, soweit ich das sagen kann. Und es wird Zeit, dass wir unsere eigenen wieder auf die Reihe kriegen. Ich habe ein Team zur Errichtung zu einer Multifunktionsbasis nach Kips Bay geschickt. Damit hätten wir das LMB-Netz anzapfen können. Die Station sah auch gut aus, aber dann sind Rikers aufgetaucht. Suchen Sie nach Überlebenden meines Teams und kümmern Sie sich um sie, während die uns ermöglichen, dass zur Abwechslung mal wir das LMB abhören können. Vielleicht nicht weit. Warnung, Feinde entdeckt. Verstanden. Ja, Mann. Ja, ich war in der Dark Zone, bis wir abgetrunken wurden. Hallo Leute, willkommen zurück beim Kuscheln in The Division. Direkt in Kips Bay, wo wir schon den letzten Auftrag gemacht haben, geht es diesmal weiter mit der Mission Dachkommunikationsrelais von Paul Rhodes. Der Bereich Kips Bay, Level 20 bis 23 Empfehlung. Die Mission Dachkommunikationsrelais ist im Rahmen des Tech-Flügels, wo wir das LMB-Netz, also das Last Man Battalion-Netz, aufspüren müssen. Stufe 22 Empfehlung für die Mission. Wir sind ja wieder im Team unterwegs direkt. Ich Level 25, mein Partner Level 27, dürfte also eigentlich keine Probleme für uns machen. Wir sind auch schon eigentlich mitten im Geschehen. Haben im Team jetzt recht gute Karten, allein durch unseren Level, weil die Gegner in der Mission so Level 22 sind. Aber ihr habt ja gesehen, die sind so leicht erhöht, da in dem Gerüst drin. Haben dadurch eine höhere Position, bessere Deckung als wir. Aber wenn ihr im Team unterwegs seid, gut ausgerüstet seid, ist es eigentlich kein Problem. Bei der Mission müssen wir jetzt erstmal natürlich das Dach erreichen, weil Dachkommunikationsrelais heißt es ja von Paul Rhodes, die Mission, die er uns für den Rahmen des Tech-Flügels gegeben hat. Kriegen am Ende auch ein LMB, Last Man Battalion Audio Protokoll, und es winkt auch ein Erfolg bzw. eine Trophäe bei Abschluss der Mission. Wie immer kennt ihr ja schon von den Videos. Wir suchen natürlich auch die Bereiche ab, wo wir sind. Neues Ziel ist jetzt die Antenne erreichen, nachdem wir das Dach erreicht haben. Wir sehen da hinten auch schon wieder die nächsten Gegner auf uns warten. Und im Vergleich die LMB, das Last Man Battalion, im Vergleich zu den beiden anderen Fraktionen, Rikers und zu den Cleaners. Cleaner kennt ihr ja mit den Flammenwerfern, harte Typen. Sind die LMB mehr so wie die Rikers. Also keine speziellen Flammenwerfer oder sowas, aber im Vergleich zu den Rikers doch stärker ausgerüstete Waffen, halten auch mehr aus. Ist bis jetzt, glaube ich, so die kürzeste Mission auch in dem Spiel. Viele Kämpfe, viele enge Räume, recht offen da auch auf dem Dach, also ihr habt wenig Deckung, ihr seht. Erster Kampf, wir gehen in die nächste Etage hoch, da explodiert schon wieder die nächste Granate. Wir werden schon wieder von der anderen Seite direkt gleich beschossen. Wartet auch schon einer der goldenen Gegner auf den Sniper auch wieder. Ihr wisst, Sniper möglichst fix ausschalten. Die, wenn ihr sie nicht beachtet, doch wirklich sehr viel Schaden machen. Zweimal den Kopf gehoben, zweimal von ihm getroffen und ihr seid schon hinüber. Ihr seht, wenn ihr im Team seid, ist immer so 4-5 Gegner, die da sind. Er kommt ganz gut voran. Wir haben jetzt noch den Goldenen übrig als Gegner. Bereich ist also sicher, der können wir also jetzt bitte vorrücken. Checkpoint erreicht, sehen aber auf dem Radar auch schon wieder die nächsten Gegner in unserer Nähe, die uns auch schon direkt wieder beschießen. Also ihr kämpft euch dann wirklich von Dach zu Dach, auf jedem Dach warten weitere LMBs.
rücken sie noch weiter vor. Also ihr habt ja auch nicht viele Möglichkeiten eigentlich auch zu flankieren. Also ihr könnt wirklich bloß von vorrücken, da immer auf die Deckung achten, dass ihr die auch gut nutzt beim Deckungsshooter. Um mich sagen muss, mir persönlich gefällt das Deckungssystem in dem Spiel auch echt gut. Also es funktioniert echt gut, auch mit dem Wechsel von Deckung und Stellung. Wenn ihr dann die Markierung seht, wo ihr hingehen würdet, X länger gedrückt haltet. Wir haben jetzt dann noch einen goldenen in dem Bereich vor uns. Seht alles wirklich recht schmal, also versuchen in Deckung zu bleiben, wie auch er. Gehört, die Rikers schicken auch noch mehr Leute auf die Dächer. So, ausgerüstet sind wir oben an der Auffüllkiste. Wechseln jetzt über den Übergang, also die Straßenseite, die Dächer. Müsst doch aufpassen, wenn es piept und so ab. Meistens sind es dann so eine Sprengsätze, die irgendwo angebracht sind. Die könnt ihr zerschießen, auslösen und schnell weg. Also da habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr seht, da kommen auch schon die nächsten Gegner. Das sind jetzt ja Rikers, wie ihr erkennt am Outfit. Seht also jetzt auch wieder so eine eher kurze Nahkampfdistanz hier, also eine Sniper in der Mission hilft euch recht wenig. Und jetzt auf die Distanz, jetzt hier jetzt auch um die Ecke geht, recht schmal, kein Platz zu flankieren. Aber viele Möglichkeiten dann auch für die Deckung. Noch hier wie in den anderen Bereichen wartet dann auch wieder ein goldener Gegner auf euch. Der hat natürlich jetzt eindeutig die beste Position da oben. Also da müsst ihr wirklich in Deckung gehen, warten, bis er dann auch aus der Deckung guckt. Und wenn er wieder Feuer nimmt, haben wir jetzt Glück, dass er zum Glück runterkommt zu uns. Zwei gegen eins, dann sollte das recht kurzer Prozess sein. Auch durch den Level, den wir haben und den er hat. Weil wie gesagt, Level 22 Empfehlung für die Mission. Die Gegner sind auch Level 22. Wir sind da leicht drüber. Dementsprechend auch Waffen ausgerüstet, die mehr Schaden machen. Wir haben uns eben schon kurz aufflackern sehen. Sniper auch wieder, also wirklich Bereich zu Bereich immer wieder Gegner. Die stehen jetzt hier zum Glück auf einem Haufen. Da können wir die Haftgranate benutzen, wenn ihr den Flügel so weit ausgebaut habt, dass ihr da das Talent vergeben könnt, dass ihr 40% mehr Schaden macht, wenn ihr mehrere Gegner mit der Haftgranate trefft. Ist das also auch absolut gar kein Problem dann, gerade bei solchen Gegnergruppen, wenn die auf einem Haufen stehen. In der Regel tötet die Haftgranate die dann, wenn es mehrere auf einem Haufen sind, durch die 40% extra Schaden direkt. Gehen auch schon wieder weiter in den nächsten Bereich. Gucken, ob wir irgendwas finden können. Kisten, Medikits, was auch immer. Bevor wir dann weiter vorrücken. Jetzt oben geht der Kampf auch schon direkt gleich weiter. Also auch hier wieder gleich Nahkampf. Zeigt auch gleich direkt auf dem nächsten Dach die nächsten Gegner an. Also ist zwar eine relativ kurze Mission, aber die lässt sich im Prinzip eigentlich nur von Kampf zu Kampf dann direkt laufen. Okay, was ist da los? Sieht aus wie ein Schlüsseltest auf Signalstärke. Einer dieser Techies muss Ahnung gehabt haben. Sieht aus wie der Versuch einer Triangulation. Zu viel des Guten, aber nichts gegen hohe Ansprüche. Laptop
noch benutzt und weiter geht's Richtung Antenne. Jetzt Antenne erreicht, keine neue Station, also jetzt müssen wir den JTF-Ingenieur befreien. Und keine neue Station, ihr wisst, jetzt wartet auch wieder ein benannter Bossgegner, denn also das Ende der Mission auf uns. Rüsten uns also nochmal aus, Munition auffüllen, Waffen nachladen, bevor wir dann jetzt den JTF-Ingenieur befreien, was dann sicher den Angriff der Gegner dann und des Bossgegners auslöst, beziehungsweise das nächste Teil der Mission aktiviert. Wir brauchen die Antenne und sie wurden auserkoren, sie klar zu machen. Verstanden? Ja, verstanden, aber das sind Monster, die töten uns. John, John, atmen Sie tief durch und packen Sie sich an den Eiern. Und dann bringen Sie das zu Ende. Okay, okay. Ihr habt's gehört, der JTF-Kollege, den wir gerade befreit haben, der muss jetzt also die Kommunikationseinheit in Betrieb nehmen. Und da kommt auch schon das neue Ziel. Wir müssen den Ingenieur bei der Reparatur der Antenne beschützen. Heißt also, möglichst nah bei ihm bleiben, um die Gegner abzuwehren, dass er keinen Schaden nimmt. Warnung, Feinde im Anmarsch. Wir sehen, da sind auch schon Vikers gekommen, direkt hinter uns. Möglichst schnell ausschalten, die nicht erst hoch zu uns lassen, weil unsere erhöhte Position haben wir da eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Ihr seht ja auch mal auf dem Radar, von welcher Seite die Gegner kommen. Golden wie immer halt mehr aus. Erste Welle ist abgewehrt. Sehen, jetzt kommen die Gegner oben auf dem Radar von der anderen Seite. Warnung, Feinde im Anmarsch. Nehmen die also auch gleich auf die Distanz sozusagen unter Beschuss. So hat sich da auch ein lilaner Gegner auch handelt. Also die halten ja mehr aus durch den Schild. Also auch hier durch unsere erhöhte Position eigentlich ganz gut, weil der Ingenieur so mitten auf dem Dach steht. Also sie müssten wirklich zu uns hoch aufs Dach kommen, den zu verwunden, zu verletzen. Und gerade ein Team hat ja da wirklich die Möglichkeit, dann zwei Leute sich auf einen zu konzentrieren, sodass ihr die Gegner schnell ausschalten könnt. Warnung, Feinde im Anmarsch. Und die dritte Welle kommt dann auch gleich. Wieder von der anderen Seite zurück. Sind erstmal nur rote, was also seht, ganz schnell die drei ausgeschaltet. Und auf dem Radar seht ihr schon, und die nächste Welle kommt dann wieder von der anderen Seite von hinten. Da ist dann auch der benannte Bossgegner der Mission dabei. Schalten also erstmal seine Begleiter aus, so schnell es geht, dass wir uns dann mit dem Feuer voll auf ihn konzentrieren können. Hat auch Goldene in Begleitung. So, der Boss ist schon mal ausgeschaltet. Und der letzte verbleibende Gegner, der Goldene, der versteckt sich jetzt sozusagen, steht so unter uns jetzt gerade. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwie runter, möglichst von mehreren Seiten, sodass wir ihn gut beschießen können. Und auch der ist jetzt hinüber. Ziel erfüllt. Jetzt
Jetzt müssen wir bloß noch die Antenne benutzen, bevor wir das machen und die Mission beenden. Suchen wir natürlich nochmal den ganzen Bereich ab, was die Gegner so fallen lassen haben. Das war gerade gemeint von mir. Aber jetzt sind sie fertig und wir sind bestens versorgt. In ihrer Nähe sind keine Feinde und wir schicken einen Trupp, der sie abholt. Alles klar? Ja, alles klar. Also immer dran denken, vor allem was der Bossgegner fallen lassen hat. Aufheben mitnehmen, weil der lässt ja immer drei Teile fallen. In dem Fall jetzt dann auch schon blaues oder teilweise auch schon lilane. Wirklich brauchbare Sachen für eure Ausrüstung, weil die müsst dann wirklich aufpassen, dass die nicht zu weit wenn eurem Level dann abweicht, weil dann bringt die eigentlich nichts mehr, speziell die Waffen oder auch die Fähigkeitspunkte für Lebenspunkte zum Beispiel. Benutzen also jetzt die Antenne und der Einsatz ist abgeschlossen. Kriegen noch die Einsatzbelohnung und haben auch einen neuen Beweis gefunden. Neue Punkte für den Techflügelausbau bekommen. Ich wünsche also viel Spaß hoffentlich dann auch mit den nächsten Videos, weil wir enden jetzt dann mit dem Beweis und ich hoffe, wir sehen uns demnächst dann bald zum nächsten Video. Ich glaube, wir müssen unsere Übereinkunft abändern. Warum, Colonel? Bis jetzt funktioniert doch alles glänzend. Meine Leute unterstützen Sie mit Ihrer Ausrüstung und mit Informationen, die Sie sich vor 6 Wochen nicht hätten träumen lassen. Ich bekomme eine Operationsbasis, einen Platz auf der Gewinnerseite und bei Bedarf Zugriff auf ihre personellen Ressourcen. Agent, ganz zu schweigen von gelegentlichen Bonus der Allianz, die Sie sich oder haben Sie den Hubschrauber in Brooklyn und vergessen? Es tut mir leid, sagen Hören zu müssen, Sie, dass wir jetzt wissen, meine was Leute mit haben die Drecksarbeit erledigt, Bliss. Hören Sie und selbst. Meine Division-Vorgesetzten auszuschalten nützt Ihnen genau wie mir. Keiner von uns wollte, dass ein Division-Mitglied eine zweite Welle von... Augenblick. Es knistert in der Leitung. Ist sie kompromittiert? Sieht so aus, ich unterbreche jetzt. Wagen Sie es bloß.